Zusammen. Herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo. Und ich habe mir mal wieder was Neues geholt. Das ist der Original Felgenschrubber, so nennt sich das Ding. Produkt made in Germany. Und damit soll man nur mit klarem Wasser und diesem Felgenschrubber seine Felge gut waschen können. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Felge ist jetzt soweit nicht sonderlich dreckig, hat aber jetzt hier überall, ich sag mal, ein bisschen Bremsstaub liegen und natürlich auch im Felgenbett. Ja, und dieser Felgenschrubber, den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der wird so geliefert hier in diesem Karton und so sieht das Teil aus. Ja, Vorsicht, damit die Schwämme jetzt nicht auf den Boden fallen. So, eins, genau. Also, wir haben hier, Karton ist jetzt leer. Einmal hier diesen Griff, der ist ganz gut geformt, liegt gut in der Hand. Und dann haben wir hier oben den Schaumstoff drauf und noch ein zweiter als Ersatz dabei. Diesen Griff, den kann man immer behalten und der nutzt sich nicht ab, sage ich mal. Aber die Schwämme, die sind halt von ein paar Wäschen, von ein paar Felgen in Ordnung. Aber danach soll man die austauschen. So, wie funktioniert das? Der Schwamm wird hier oben so drauf gesetzt. Ne? Ich versuche den jetzt mal hier runterzunehmen. Zack. Zack. Also er sitzt schon wirklich sehr fest hier drauf. Seht ihr an dieser Form hier? Zack, hierdurch wird das gehalten, hat hier einen Schlitz drin. Also vom Prinzip her relativ simpel. So, ich mache den mal hier wieder drauf. So. Also dieser Kunststoff hier ist auch komplett ummantelt durch den Schaum. Da kann jetzt auch nicht irgendwie was an die Felge drankommen. Ja, und dann soll man eigentlich. Einfach habe ich hier einfach klares Wasser. Mach diesen Schwamm jetzt mal nass. Und dann einfach wirklich eine absolut simple Wäsche hier durchführen können. Oh ja. Ja, wie ich sehe, oh, das geht echt gut. Und wie ihr sehen könnt, ohne jeglichen Felgenreiniger und ähnliches, wirklich nur klares Wasser benutze ich jetzt hier, kommen wir ja hier ideal an jede Position ran und können hier ganz easy, wunderbar die Felge putzen. Und das geht echt cool. Das habe ich jetzt gar nicht so gut erwartet, muss ich gestehen. Und wir passen hier auch zwischen die Strebe. Das ist nämlich immer so eine Problemzone bei den Felgen. Also was heißt Problemzone? Man muss einfach ein bisschen Engagement aufbringen, um das gut zu waschen. So, das Ding nochmal hier so ein bisschen aus, bringen es ein bisschen aus. Und können jetzt hier, zack, die nächste Position der Felge sehr gut waschen. Und ich bin echt begeistert. Also ich sag mal, bei komplett verdreckten Felgen müsste man das nochmal ausprobieren, ob das dann wirklich auch so gut funktioniert. Und meine Felgen. Die wasche ich halt wirklich regelmäßig, wie man bestimmt auch sehen kann. Deswegen war jetzt auch nicht so viel Dreck drauf. Aber dafür, dass der schon ordentlich, also so ein bisschen Dreck drauf war, geht das wirklich sehr gut. Und man kommt halt wirklich schön, sehr schön hier in die richtig kleinen Ritzen und Ecken überall rein und kann die Felgen damit wirklich super easy reinigen. Und wir haben halt wirklich auch den Vorteil, dass wir bis hinten durch ins tiefste Tiefbett reinkommen und dort die Felge ebenso reinigen können wie im vorderen Bereich. Also das ist ganz cool. Ihr sehen könnt, sammelt sich natürlich jetzt hier so der, ich sag mal, so ein bisschen Wasser, das natürlich noch mit dem Bremsstaub behaftet ist und schmutzig ist. Und dementsprechend wasche ich jetzt die komplette Felge und danach spritzen wir die noch mit dem Wasserschlauch ab. Kannst du mir auch Gießkanne im Sonne nehmen, wenn du keinen Wasserschlauch hast. Und dann schauen wir uns das Endergebnis an. So, Felge wurde soweit gewaschen von mir. Sieht auch wirklich gut aus. Also gefällt mir echt gut. Wasser läuft schon da unten. Zack. Da ist der Wasserschlauch. Und ja, also ist wirklich brauchbar. Und jetzt waschen wir das einfach mal so ein bisschen hier mit dem Wasserschlauch ab. Können dann natürlich auch einen Hochdruckreiniger benutzen. Aber ich sag mal, das ist jetzt gar nicht mehr unbedingt notwendig hier. Und die strahlt wirklich wieder wie in neuem Glanz. Kannst du mal gucken, da unten im Felgenbett sehe ich jetzt gerade noch eine Stelle, die mir nicht ganz gefällt. Da gehe ich jetzt nochmal nach. Und auch sehr geil, wir kommen mit dem Felgenschrubber hier auch bei der 19 Zoll Felge und der 35 IZ4 Bremsanlage dazwischen. Also optimal, was wir hier im Dreck rausholen können. Und zack, jetzt muss hier nochmal gut ab und runter mit dem Dreck. Ja, also absolut brauchbar das Teil und gar nicht so teuer. Ich glaube, so um die 15 Euro kostet dieses Einstiegsset. Den Griff kann man, wie gesagt, halt ewig verwenden oder so lange hält, bis er irgendwann mal kaputt geht, wenn man hinfallen lässt oder was weiß ich. Ist aber was,
wirklich einen guten, robusten Kunststoff gehalten. Dementsprechend sollte der eigentlich lange halten. Ja, und die Schwämme, hab ich gerade nochmal nachgelesen, ein Schwamm soll für 50 Felgen halten. Klar, wenn wir den gleich auswaschen, sieht der bestimmt auch wieder ganz gut aus. Können wir mal ausprobieren. Und dann für 50 Felgen ausreichend, genau. Ja, sitzt schon hartnäckig hier drin, der Staub, der Kunststoff der Felge. Aber gut, die Reinigungsleistung war ja noch weiterhin vorhanden, also von daher kein Problem. Und ja, also ich kann das Produkt empfehlen, gefällt mir ganz gut. Genau, gibt es dann halt diese drei Ersatzschwämme, die man kaufen kann. Und dann hat man halt den Griff, muss man sich einmalig kaufen quasi in diesem Starter-Set. Und dann immer wieder die drei neuen Sets, drei neuen Schwämme. Jo, also Felgenergebnis hier nochmal zu sehen. Ja, wirklich top aus. Hier, kein Schmutz mehr. Das sieht echt gut aus. Das ist absolut in Ordnung. Also eine tolle Reinigungsleistung, wirklich easy, ohne große Anstrengung oder ähnliches. Und was natürlich geil ist, ohne irgendein chemisches Zusatzprodukt oder ähnliches, rein durch Wasser und den Schwamm. Also wirklich ganz cool. Das Teil gibt es bei Amazon zu bestellen. Link dazu packe ich euch unterhalb des Videos in die Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das freut mich sehr. Abonniert meinen Kanal 83MeToo. Ciao.